Damit gelangen wir zur sechsten Anfrage des Herrn Abgeordneten Hagen. Danke, Frau Präsidentin. Guten Tag, Herr Bundesminister. Sie wissen, vor knapp einem Jahr hat unser Parteichef Frenk Stronach im Sommerinterview des ORF die Schutzzonen angesprochen und gesagt, dass man Schutzzonen außerhalb des Kriegsgebietes, aber in der Nähe des kriegsführenden Staates errichten sollte. Dieser Vorschlag wurde dann auch vom Bundeskanzler Faymann aufgenommen und dann allmählich von der ganzen Bundesregierung. Jetzt meine Frage, welche Maßnahmen sind zur Errichtung von Schutzzonen geplant, um Flüchtlinge in sicheren Drittstaaten menschenwürdig und kosteneffizient zu versorgen? Herr Bundesminister. Also zunächst einmal teile ich da die Einschätzung Ihres Parteigründers und anderer, dass Schutzzonen sinnvoll sein können. Die große Herausforderung ist die Frage, wie gelingt es, sie auch wirklich zu schaffen und am Boden zu bringen. Da braucht es entweder ein UNO-Mandat oder die Zustimmung einer Regierung, die es teilweise in diesen Ländern so gar nicht gibt. Insofern tut man sich da oftmals schwer, Ansprechpartner zu finden. Die Idee ist meiner Meinung nach aber dennoch eine richtige und sollte daher weiterverfolgt werden. Es gibt erste konkretere Überlegungen auch für Schutzzonen in Syrien, die insbesondere von der Türkei konkretisiert worden sind. Die Herausforderung ist jetzt, sich auch einmal auf ein Gebiet zu einigen, abseits der schwierigen Fragen, wie man das dann umsetzen kann und wie es auch eine rechtliche Basis dafür geben kann, ist natürlich schon auch die Kernfrage, wo sollen diese Schutzzonen sein, dass sie ausschließlich im Kurdengebiet sind und somit vielleicht nicht nur dem Schutz gewisser Gruppen dienen, sondern vielleicht gleichzeitig auch eine Maßnahme gegen die Kurden sein könnten. Das ist etwas, was wir natürlich nicht befürworten können. Insofern gibt es noch viele offene Fragen, aber von der Idee her richtig und darum wird es auch von uns weiterverfolgt. Zusatzfrage? Ja, ich mache es Ihnen ein wenig leichter, Herr Minister. Sie persönlich haben ja im Außenpolitischen Ausschuss und auch in den Medien verlautbart, dass Sie sich persönlich Schutzzonen in Griechenland bzw. hier in Europa an diesen Erstaufnahmeländern vorstellen könnten. Jetzt meine konkrete Frage dazu, wie weit sind Ihre Verhandlungen mit Griechenland und der EU hierzu fortgeschritten? Herr Bundesminister. Also mein Wording, ich habe gerne dafür für Griechenland oder Europa, wäre jetzt nicht Schutzzonen. Denn ich glaube, Schutzzonen sind etwas, das es braucht in einem Kriegsgebiet, damit die Menschen aus diesem Kriegsgebiet die Chance haben, in ihrer Region sicher leben zu können. Wenn wir von Europa sprechen, dann geht es meiner Meinung nach eher darum, Flüchtlinge unterzubringen und sie nicht weiterzuwinken. In Griechenland sind wir da, glaube ich, sehr weit vorangeschritten. Nicht unbedingt, weil Griechenland das so sehnlich sich gewünscht hat, sondern vor allem auch, weil wir mit der Westbalkanroutenschließung Fakten geschaffen haben und Griechenland dann gezwungen war, die europäische Hilfe anzunehmen. In Italien ist es leider so, dass noch immer sehr viele der Flüchtlinge weiterziehen, aber Sie kennen da die Gott sei Dank sehr klare Position auch der Bundesregierung.